Es gibt verschiedene Arten des Fastens im Judentum. Es gibt die großen Fasten und es gibt die kleineren Fasten, die meistens um Feiertage herum sind. Natürlich Yom Kippur als der große Fasttag im ganzen Jahr, der Versöhnungstag als Höhepunkt der hohen Feiertage. Aber es gibt kleinere Fasten über das ganze Jahr verteilt. Das Fasten hat unterschiedliche Formen. An Yom Kippur ist es ein vollständiges Fasten, ein großes Fasten, 25 Stunden lang von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, kein Essen und kein Trinken. An Yom Kippur noch viel mehr, kein Baden, also keine Körperhygiene, kein Geschlechtsverkehr und auch nicht das Tragen von Lederschuhen als ein Zeichen des Luxus, als ein Zeichen auch des Tzar ba'alechaim, der Idee des Leiden von Lebewesen, dass man eben auch nicht andere Lebewesen in diesem Tag leiden lässt, in Form ihres Leders zu tragen. Das heißt, ein vollkommener Verzicht, ein sozusagen das Aufgeben jegliches physischen Seins, also jeder körperlichen Lust, jeder körperlichen Leidenschaft, Essen, Trinken, ein vollkommenes sich Entziehen des Ganzen, ein Sein, wie die Engel in Erinnerung an Yom Kippur vor allem. Man isst wie die Engel, vollkommen rein, Engel essen und trinken nicht. Aber wir verzichten auch auf jeglichen Luxus. Wir waschen uns nicht, wir ziehen keine Lederschuhe an und so weiter. Wenn wir vor allem auf Yom Kippur schauen, dann steht in Levitikus, Ve'anitet nafshotechem, ihr sollt eure Seelen in Mühsal, in Betrübnis beugen, ihr sollt eure Seelen leiden lassen. Und die KommentatorInnen der Bibel, der Torah, sagen eben, das ist ein Fasten, ein vollkommener Verzicht darauf. Wir finden natürlich später auch in Jesaja beispielsweise, dass die ProphetInnenlesung an Yom Kippur ist, auch den Aufruf, dass es nicht nur um einfaches Fasten geht, also ein einzelner Verzicht auf etwas für 25 Stunden, sondern ein Fasten, das mit etwas einhergehen muss, mit einem Sinneswandel, mit einer Transformation. Das heißt, Fasten und sich enthalten ist nicht nur um des Fastens und sich Enthaltens willen, sondern man fastet, um eine Veränderung in sich selbst zu bekommen. Nicht nur ein körperlicher Verzicht, sondern sozusagen auch ein seelischer, spiritueller Verzicht, der zu einer Transformation und Veränderung führen soll. Fasten allein, wie Jesaja sagt, bringt uns nicht viel, sondern es muss etwas damit einhergehen, das Beten, Singen. Gerade wenn wir an Yom Kippur denken, ist das ein fixer Teil unseres Gottesdienstes. Es sind die verschiedenen Sündenbekenntnisse, die wir an Yom Kippur immer wieder sagen, immer im Plural formuliert, nie im Singular formuliert. Wir kommen immer als eine Gemeinschaft vor Gott. Interessanterweise nur die vorbetende Person sagt, an einem Punkt, ich stehe alleine hier, Hineni, ich bin alleine hier, geschickt worden von der Gemeinschaft Israels, um für sie Versöhnung zu erbitten. Ein sehr spannender Punkt, wo die vorbetende Person sagt, ich stehe hier für eine Gemeinschaft und leite sie im Gebet. Aber es geht immer darum, dass wir gemeinschaftlich fasten, beten, singen, aber das noch viel wichtiger ist, dass im Hebräischen das Wort für beten ein reflexives Verb ist. Das heißt, man betet sich eigentlich. Beten ist ein innerer Dialog mit sich selbst, mit dem göttlichen Funken in sich, das natürlich auch zu einer Veränderung des Selbst, zu einer Veränderung der Person führen soll. An Yom Kippur betonen wir immer Utschuwa, Utfila, Utzdaka und Umkehr, Gebet und gute Werke können das Urteil, das Gott an uns an Yom Kippur besiegelt, umkehren für das nächste Jahr. Das heißt, Umkehr heißt eigentlich, ich verinnerliche oder ich erkenne, ich habe etwas Falsches gemacht. Das ist die Erkenntnis. Das Gebet als eine reflexive Tätigkeit, ich verinnerliche es und kehre in mich an dem Tag, verstehe, dass ich etwas Falsches gemacht habe, mit Hilfe des Gebets, mit Hilfe des Fastens
Utzdaka und ich kann Wohltätigkeit wieder nach außen geben aus diesen zwei vorigen Schritten heraus. Also ein Erkennen, Internalisieren und dann weitergeben an die Gemeinschaft, an andere Menschen, an Bedürftige.